Guten Tag, mein Name ist Dr. Gräfendorf und ich möchte heute Ihnen ein bisschen was dazu erzählen, wie man sein eigenes Immunsystem stärken kann. Für mich als Arzt ist es so, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören und wenn Körper, Geist und Seele zusammenarbeiten, stärken wir auch unser Immunsystem. Im Bereich des Körpers sind Ernährung und Bewegung ganz, ganz wichtige Faktoren. Das heißt, bei der Ernährung ist es so, Sie sollten sich möglichst pflanzlich ernähren. Das heißt, viele Pflanzenfaserstoffe, reichlich Obst und Gemüse. Es reichen 1 bis 2 Portionen Obst und 2 bis 3, maximal 4 Portionen Gemüse am Tag. Versuchen Sie den Anteil von tierischen Produkten, egal ob Fleisch, Milchprodukte, Eier, tierische Produkte einfach reduzieren. Und versuchen Sie auch den Anteil freier Zucker zu reduzieren, sodass Sie nach Möglichkeit wenig Nahrungsmittel essen, wo zugesetzte Zucker sind, sondern lieber aus dem Obst das Süße herausschmecken oder aus dem Gemüse. Und achten Sie darauf, dass Sie eher gesunde Fette essen, statt Chips oder Schokolade, dass Sie eher darauf achten, dass Sie eher Nüsse oder eben auch Studentenfutter zu sich nehmen. Es gibt eine wissenschaftliche Studie, wo man Mäusen Tumore unter die Haut eingepflanzt hat und geguckt hat, wie sich der Tumor entwickelt, wenn man die nicht mit Chemotherapie behandelt, sondern mit Nahrungsmitteln. Das heißt, es wurden Untersuchungen gemacht mit Brokkoli, mit Blaubeeren, mit Granatapfel, aber auch mit dem Gewürz Kurkuma. Und die Tumoren haben sich zurückgebildet. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse sind leider nicht so publik geworden, weil es dort nicht so eine starke Lobby gibt wie in anderen Branchen in der Nahrungsmittelindustrie, wo viel mehr Werbung und Werbungskosten gemacht werden und auch die Chemotherapie konnte sich eher durchsetzen als eine gesunde Ernährungsumstellung. Aber für mich als Ernährungsmedizinerin ist es so, dass ich auch im Rahmen der Untersuchungen meiner Patienten merke, dass diejenigen, die sich gesünder ernähren, auch deutlich gesünder sind. Für unser Immunsystem ist nicht nur unsere Ernährung wichtig, sondern eben auch die Bewegung. Bewegung bedeutet, dass Sie entweder Sport machen, nach Möglichkeit eine Sportart, die Ihnen Freude schenkt. Das heißt, Sie sollten nicht etwas machen, was Sie nur ein paar Wochen oder ein paar Monate machen, sondern langfristig. Suchen Sie sich eine Sportart an, die Ihnen gut tut, wo Sie merken, das macht Sie glücklich, das schenkt Ihnen Freude, danach fühlen Sie sich wohler. Wenn Sie sagen, Sie haben keine Lust oder keine Zeit dafür, dann ist auch normale, gesunde Bewegung besser als gar nichts. Das heißt, bei der gesunden Bewegung sagt man, Minimum eine halbe Stunde am Tag, besser wäre natürlich eine Stunde. Toll wäre 10.000 Schritte, das ist je nach Fußmarschlänge 7 bis 8 Kilometer. Toll wäre ungefähr 10 Kilometer, dass Sie täglich gehen oder joggen oder regelmäßig Fahrrad fahren und sich bewegen oder vielleicht leicht ins Schwitzen kommen. Das wäre schon sehr, sehr gut. Für unser Immunsystem ist natürlich auch unser Denken ganz wichtig. Ob wir das halb volle oder das halb leere Glas sehen, ob wir, wenn Herausforderungen und Stress und Belastungen da sind, dass wir gucken, wie wir Lösungen finden. Weil das positive Denken, das können wir alle, wenn es uns gut geht, wenn wir keine Probleme haben, wenn wir gesund sind, wenn wir glücklich sind, wenn alles so reibungslos läuft, wie wir uns das wünschen, dann können die meisten von uns sagen, ach, was, wie schön ist das Leben. Die Herausforderung und die Kunst ist erst dann, wenn es Probleme gibt. Das heißt, gerade dann, wenn es Probleme gibt, dann sollten Sie sich daran erinnern und sagen, so, jetzt kommt es darauf an, dass ich mir selber beweise, dass ich jetzt in diesem Augenblick mich auf das Positive fokussiere, nach Lösungen suche und nicht nur in Panik und in Stress gerate, sondern den Blick auf das richte, was mir die Probleme lösen kann und einen Weg aus der Herausforderung finde und ja, das Problem oder die Herausforderung oder die Krankheit versuche zu meistern. Dass man, egal in welcher Lebenssituation man ist, sich selber sagt, ich selber werde dafür alles tun, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, damit es mir besser geht, damit ich das Problem, die Konflikte oder die Krankheit überwinden kann. Der nächste große Punkt ist der Bereich unserer Emotionen, unserer Seele. Das heißt,
jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger, jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen, jeder von uns hat bestimmte Herausforderungen, gerade nach Trennungen, nach Todesfällen, nach Abschied und schmerzlichen Erfahrungen und Verletzungen, die man auch emotional erleidet, dass man dann guckt, dass auch Raum sein darf für Traurigkeit und auch mal für eine depressive Phase, wenn man einen geliebten Menschen verliert, dass sie den Blumenstrauß an Gefühlen einfach zulassen dürfen und nicht nur denken, es müssen nur positive Gefühle in ihrem Leben sein, sondern die Gefühlspalette darf von positiv bis negativ da sein. Sie dürfen sich Raum und Zeit auch für das Negative nehmen, aber sie sollten nicht darin verharren. Sie sollten den Weg wieder daraus herausfinden, sich selber Raum und Zeit für die Traurigkeit, für den Schmerz und die Verletzung nehmen, aber dann Stück für Stück wieder in Richtung Lebensfreude, in Richtung Lebenssinn, in Richtung Erfüllung wieder den Blick fokussieren, da wo sie hinwollen, womit sie ihr Leben ausschmücken wollen. Und den Lebensinhalt bewusst auch mitgestalten. Es gibt einen Forschungsbereich der Psychoneuroimmunologie, wo man genau das festgestellt hat, dass unser Denken und unser Fühlen unser Immunsystem massiv mit beeinflussen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Das heißt, wir können durch bewusste Fokussierung können wir unser Immunsystem durch unsere Gedanken, durch unsere Gefühle und auch durch unsere Handlungen stärken. Ich denke, dass für das Immunsystem auch das Mikrobiom eine große Rolle spielt. Mikrobiom, das sind Bakterien, Viren, Pilze, die wir an der Hautoberfläche, im Darm, auch an den Schleimhäuten, in der Lunge und dergleichen haben. Auch da, ganz besonders auch im Bauch, ist eigentlich, dass ein Großteil des Immunsystems dadurch beeinflusst wird. Aber zu diesem Thema Mikrobiom möchte ich gerne ein extra Video machen, weil ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und braucht dafür noch mehr Informationen für Sie und mehr Zeit. Ich möchte Sie einladen, wenn Sie Interesse haben zu solchen Gesundheitsthemen, dass Sie einfach meinen Newsletter abonnieren. Und zwar können Sie zu kostenlosen Gesundheitsthemen Newsletter und auch Videos erhalten. Sie können sich dafür anmelden unter www.dr-grafendorf.de. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie es mit Freunden und Bekannten teilen und meinen YouTube-Kanal abonnieren und mir einen Daumen hoch geben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, stärken Sie Ihr Immunsystem. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und mit Ihnen wieder sprechen zu können. Ihr Dr. Grafendorf.